Danke, Herr Präsident. Die drei Minuten, ich muss mich deswegen, wir dürfen nicht plauschen und auch keine Höflichkeitsfloskeln. Wo ist Landesrat Achammer zu den Wirtschaftsfragen? Ist der online dabei? Okay, dann zwei Fragen an Achammer. Wo bleiben die Wirtschaftshilfen für die gesamten Jungunternehmer des Jahres 2020 und auch aus der Hälfte des Jahres 2019, die keinen Umsatz hatten, auch die ganzen Pächter, die Betriebe übernommen haben und jetzt wirklich endgültig am Ende sind? Sie haben mir im Sommer schon versprochen, dass Sie hier nachrüsten wollen. Die Leute haben bis heute nichts bekommen. Zweite Frage, das Wirtschaftspaket, das angekündigte. Wann kommt das? Wann greift das? Wann können die Betriebe damit rechnen? Landesrätin Deeg, drei Fragen. Novemberhilfen sind nicht angekommen. Einige ja, manche warten noch immer. Wir haben jetzt den 2. Februar. Angestellte, die damals nicht die Tage hatten, sondern die Wochenstunden, die ihre 40-Stunden-Woche von Montag bis Donnerstag gemacht haben, die fallen durch, weil sie die Tage nicht erfüllen und haben trotzdem keinen Gehalt bekommen. Die müssen jetzt Rekurs machen und so weiter. Das kann es nicht sein. Bitte hier auch konkrete Frage, was los ist. Die Ämter geben unterschiedliche Auskünfte in den einzelnen Bezirken, auch beim Kindergeld, das wäre die Frage 2, dass die gleichen Familien mit den gleichen Voraussetzungen in einem Bezirk die Hilfen bekommen, im anderen nicht, wo ihnen von Amts wegen unterschiedliche Informationen gegeben wird, welche Daten sie mitbringen und vorlegen müssen und welche nicht. Dritte Frage, Deeg, Lohnausgleich und Arbeitslosengeld. Leute wie Köche zum Beispiel, die im letzten Jahr nur 4 Monate arbeiten konnten, haben jetzt natürlich auch beim Lohnausgleich beziehungsweise beim Arbeitslosengeld nur mehr 500 Euro und die Mieten, wissen wir alle, sind bei 600-700 Euro. Helfen Sie denen und vor allem wann? Denn Sie haben sie ja jetzt zu bezahlen. Landeshauptmann Kompatscher, zwei Fragen. Sie haben vorher gesagt, wie lange muss man in einer, also man kann die Kategorien nicht überspringen. Wie lange gibt es da eine Frist, wie lange man in einer Kategorie bleiben muss? Zweite Frage, die 476 Millionen Euro an den Staat. Sie sind der Chefverhandler, sagen auch seit Monaten, wir schauen das herzuholen und zu bekommen. Das brauchen wir ja dringend. Wie weit sind Sie? Wann kommt das? Und helfen uns die ganzen Südtirol-Freunde, ob es Conte ist oder auch die in Südtirol gewählten Abgeordneten, ob es Boschi oder Bresser sind und so weiter. Ich verstehe nicht, wo das bleibt. Im Zweifel nur die zweite Frage. Alfreider, es gehen Millionen in Straßenprojekte und ich frage mich schon, es gibt Projekte, die sind von Landesinteresse und wirklich, die haben Priorität. Aber wenn wir uns anschauen, was hier für die nächsten Jahre geplant ist und schon das Geld bereit liegt, ob es nicht jetzt sinnvoll wäre, dieses Geld dort einzusetzen, wo es die Leute wirklich dringend brauchen. Landesrätin Kurnzer und Schuler, eine Frage gemeinsam, Durchführungsbestimmungen im Raumordnungsgesetz. Die Gemeinden warten, die Leute warten, die selber bauen wollen, vor allem aber auch die Tourismusbetriebe, die jetzt im Winter gesagt haben, okay, wenn wir schon nicht arbeiten können, dann bauen wir halt um. Und wo bleiben die Durchführungsbestimmungen? Die möchten im Oktober, zu Ostern öffnen. Letzte Frage, also Wiedmann, bitte gar keine Frage. Bitte nur die Zahlen transparent darstellen, kommunizieren und mitteilen. Ich glaube, es hakt wirklich daran, dass Südtirol nicht imstande ist, die Zahlen bereinigt und im Vergleich zu kommunizieren. Die Listen müssen wir uns selber machen und das kann es nicht sein, dass wir hier derart mit der Darstellung hinterherhinken. Und ich habe es vorher gesagt, bitte antworten Sie auf die schriftlichen Fragen, die wir schicken, einfach seriös. An Visionen und Vetorato keine Fragen. Vielen Dank.